Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen in der wunderschönen Eifel. Ich bin heute unterwegs hier mit dem neuen Molycycle R1, ja, dem wohl günstigsten Pedelec-Trekkingrad, das ihr aktuell in Deutschland bekommen könnt. Und das Ganze für 899 Euro inklusive Lieferung. Ja, ich bin total begeistert, hat aber auch seine Gründe. Und ja, die werde ich euch in diesem Video einmal vorstellen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zusammen einmal das Rad an und dann geht's los. Viel Spaß! Ja, ich habe mein schönes Plätzchen jetzt zur Pause hier rausgesucht, um euch das Rad mal ein bisschen vorzustellen. Und ja, ihr seht jetzt das Rad mal komplett. Ich habe die Satteltaschen auch mal abgenommen. Ist immer in 26 Zoll erhältlich. In zwei verschiedenen Farben. Ihr seht jetzt hier einmal, habe ich halt mich für das knallige Orange entschieden. Es gibt es auch in einem dezenteren, so grau-blau. Sieht auch halt edel aus, aber ich fand das Orange in der Kombination mit dem braunen Sattel und ja braunen Handgriffen einfach halt schick. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, 26 Zoll. Und das Ganze kommt immer mit einem 14,5 Amperestunden Akku. Also das ist mal echt eine richtige Hausnummer. Man darf halt nicht vergessen, ne, für den Preis 899 Euro inklusive Lieferung. Ich komme ja, wer den Kanal kennt, so aus dieser Eigenbauecke. Ich habe vor 8 Jahren angefangen, ja, in das Thema E-Bike Pedelec einzusteigen mit einem Eigenbau, den ich so über 500 Euro realisiert habe, mit einem 10 Amperestunden Akku, Vorderradmotor und natürlich wilder Kabellage am Rahmen und dies und das. Und wenn ich jetzt halt sowas sehe hier für 899 Euro mit völlig schön integriertem Akku, 14,5 Amperestunden, der hier richtig schön im Rahmen liegt. Also das finde ich total genial, dass er so integriert ist. Auch vom Controller ist nichts zu sehen. Ne? Die Größe des Akkus, absolut bemerkenswert. 14,5 Amperestunden in der Preisklasse, absolute Hammer. Auch dann der Hecknabenmotor mit 42 Newtonmetern, klar 250 Watt, also völlig hier legitim in Deutschland zu bewegen, ja, ist halt schon mal absoluter Hammer. Und dabei dann auch natürlich vorne noch, ihr seht, eine Federgabel verbaut. Ist jetzt ja eine No-Name-Federgabel, wird bestimmt auch das eine oder andere wiegen, aber sie federt. Klar, nicht überragend, aber Federung ist da. Hinten nicht, also auch die Sattelstütze ist nicht gefedert, aber vorne habt ihr immerhin ja etwas Federung. Und ihr seht an der Federgabel auch fest verbaut, finde ich auch wirklich bisher super praktisch, denn ihr seht, ich bin jetzt auch schon ordentlich mal ein bisschen durch ja hier Matsch, Schlamm, Schotter gefahren. Die Räder werden bei mir immer ja nicht geschont. Die Schutzbleche, da klappert, wackelt nichts, die sind hier richtig fest montiert. Also gibt es nichts zu meckern. Auch hier vorne der Frontscheinwerfer, LED, der sich übers Cockpit ein- und ausschalten lässt. Ja, absolut in Ordnung. Ne? Und hier an der Gabel seht ihr dann auch einmal, die kann ich sogar hier sperren. Das heißt, habe ich ein Lockout, ne, wo ich einfach umlege. Und hier kann ich noch ein bisschen die Spannung einstellen. Aber wie gesagt, für mich bisher absolut in Ordnung. Wie gesagt, nichts klar Überragendes für den Preis. Aber es funktioniert. Das ist, finde ich, halt immer schon mal super. Auch wenn da nichts klappert oder man Angst hat, wenn man damit unterwegs ist. Also das macht wirklich auch einen vernünftigen Eindruck. Und dann haben wir hier vorne an der Gabel, wo wir gerade da sind, auch einmal vorne wie hinten 160er Bremsscheiben, hydraulische Bremsanlage, ist von Logan. Ja, ich habe mal nachgeschaut, das ist so ein Set, wenn er das jetzt so kaufen würde, kostet das auch 60 Euro und ist für mich so vom ganzen ja Verhalten her so vergleichbar wie mit so einer Shimano MT200, so eine ganz normale Standard-Einstiegsbremse. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Hat einen super Druckpunkt, hat mich hier auch schwerst beladen. Also ich habe ja wie gesagt hier hinten Satteltasche drauf, dann habe ich vorne noch so eine Rolle am Lenker, Rucksack, ich selber, also ne, überhaupt gar keine Probleme. Und ja, die sind halt hydraulisch und gekoppelt sogar mit dem Rücklicht. Das heißt, wenn ich bremse, ist ja sogar ein Bremslicht dran. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie gesagt, für den Preis ja, bin ich wirklich hin in a way, könnte man sagen. Ja, wo wir gerade am Cockpit hier oben sind, dann sehen wir hier direkt einmal auf der linken Seite habe ich mir den Bediensatellit fürs Display einmal positioniert. Ist ein 3,5 Zoll Display. Sind da halt 3 Knöpfe, einmal um das Ganze ein- und auszuschalten. Und dann einmal Plus und Minus, um natürlich, ihr seht jetzt einmal zum Beispiel die 5 Stufen des Ganzen hier einzustellen. Oder ich kann dann auch halt noch, wenn ich Plus lange gedrückt halte, das Licht hier ein- und ausschalten oder mir verschiedene Werte hier unten anzeigen lassen. Ihr seht jetzt 94 Kilometer, bin ich total mit dem Rad schon gefahren. Ist heute also auch nicht meine erste Tour, sondern letzte Woche bin ich halt schon mal dreimal mit dem Rad unterwegs gewesen und war bis jetzt wirklich total hin and away. Ist auch eine einfache Klingel hier mit dabei. Dann wie gesagt das Display.
der rechten Seite haben wir dann hier, ne, so ein Speedshifter von Shimano, 7-Gang und auch wieder ein Bremshebel für die hydraulische Scheibenbremse. Und ja, das ist es hier vorne. Was aber auch noch hier vorne ist, was mir gerade noch einfällt, sollte man vielleicht erwähnen, hier ist sogar so ein verstellbarer Vorbau dran. Ne, also schaut da, den könnt ihr noch in der Neigung einstellen, das heißt, kann man auf sich halt noch so ein bisschen abstimmen. Ja, ist in der Preisklasse halt auch nicht ohne. Was man halt auch nicht ohne ist, darf man halt nicht vergessen, aber das liegt natürlich dann aus der Kombination von Teilen und natürlich der, dem ganzen Preis, ist das Rad wiegt an sich 25,7 Kilo, ist natürlich jetzt kein Leichtgewicht, aber das ist natürlich dann dem geschuldet, dass man natürlich da bei dem Preis irgendwo auf Komponenten zurückgreifen muss, die etwas ja günstiger sind, und wenn sie günstiger sind, sind sie meistens halt auch was schwerer. Ja, ist aber auch nichts, was man nicht ändern kann. Sonst, wenn wir an dem Rad weiterschauen, wie gesagt, der Akku habe ich ja eben schon gesagt, 14,5 Amperestunden, für mich auch absolutes Highlight. Ja, sehen wir hier einmal auch die ja mitgelieferten Pedale. Das sind solche Flat Pedals, sogar hier mit solchen Nietennoppen drauf, damit man nicht so leicht abrutscht. Also gerade für so ein Trekkingrad absolut tipptopp. Auch absolut in Ordnung. Hier hinten einmal der fest installierte Ständer, den man auch hier, ne, in der Höhe verstellen kann. Klappert, wackelt auch nichts. Und dann hier hinten nochmal der Motor, wie gesagt, 42 Newtonmeter. Und bis jetzt wirklich heute auch hier voll bepackt, hier den Berg hoch, den wir gleich mal zusammen wieder runterdüsen. Absolut in Ordnung. Ne, hier hinten dann auch wieder, seht ihr nochmal die Logan hydraulische Scheibenbremse, 160er Scheiben. Also, wie gesagt, da gibt's auch nichts zu meckern. Und ja, Reifen, da muss man natürlich sagen, die haben halt eher so schon Richtung, ja, so Trekking-Profil. Die sind natürlich jetzt auch nicht allzu breit, 1,75, also 26 x 1,75 sind die. Gerade wenn es ein bisschen matschig ist oder so, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, der Gepäckträger hinten ist auch absolut in Ordnung. 25 Kilo darf der tragen, der ist auch fest verbaut, der ist richtig robust. Ne, kann man hier auch so eine Zack-Klemme drauf. An der Seite hier passen so Standard-Satteltaschen dran und hier passen sogar meine geliebten hier Doppelseitentaschen dran und ist sogar so genug Abstand, wenn ich fahre, dann müsst ihr darauf achten, da komme ich sogar nicht mal mit den Hacken an den Taschen, weil bei manchen Rädern, je nachdem wie nah der Gepäckträger da anliegt, da komme ich dann mit den Hacken schon immer mal an die Gepäcktaschen, das nervt mich bei dem Rad, obwohl das halt nur 26 Zoll ist, absolut gar kein Thema. Ja, und dann hier auf der Seite halt auch nochmal zu sehen, die Schaltung hinten ist eine Shimano Turkey, also absolut Einstieg, nichts Besonderes, aber sie funktioniert und läuft. Für den Preis absolut in Ordnung. Und ja, ihr seht auch schön verschlammt, denn ihr wisst, bei mir werden die Räder nicht geschont. Und ja, ich würde sagen, ich schneide mir jetzt gleich mal die GoPro um, dann nehme ich euch mal mit den Berg mit runter, damit das Rad mal natürlich so ein bisschen in Aktion erleben könnt, den Motor auch mal hören könnt. Und ja, ihr merkt, ich bin auf jeden Fall schon mal ganz angetan. So, ich war jetzt eben nur in so einen Seitenweg rein, damit ich hier keinen Menschen mit meiner Filmerei störe. So, und jetzt seht ihr, ich würde vielleicht die Kamera noch ein bisschen ausrichten, damit ihr halt auch seht, wo die Reise hingeht. So, da muss ich einmal Vollbremsung machen. Also ihr seht, ne, da liegen schon ein paar ordentliche Brocken auch auf der Straße. Ich richte die Kamera jetzt nochmal aus, aber ne, ihr hört, nichts bremsen, irgendwie schleifen oder so. Also wenn ich hier bremse, zack, ne, dann ihr seht auch vorne, die Federung habe ich offen, jetzt Lockout habe ich nicht drin. Macht, was es soll. Also hat auch einen schönen Druckpunkt und das Rad steht halt sofort. Ne? Also wie gesagt, trotz voll beladen heute, macht das hier wirklich einen guten Job. Gibt es nichts zu meckern. Und ja, wir werden natürlich hoffentlich gleich noch ein bisschen halt Teeruntergrund haben, dann hört ihr das natürlich da auch nochmal. Wir fahren hier rechts jetzt Richtung Blankenheim. Von links bin ich eben gekommen aus Nettersheim. Wie gesagt, die Route heute, die tracke ich natürlich auch wieder. Und ja, wir sind bis jetzt halt 7,5 Kilometer gefahren. Und ja, also 20 gute 20 sollen es heute werden. Darf ich auch nie vergessen, ne, mit der ganzen Filmerei und einpacken, auspacken. Und das Ganze frisst ja auch mal ordentlich Zeit. Also ich gehe schon auch davon aus, dass das Rad halt ja, viel, viel mehr schafft. Gibt es auch bestimmt mal eine längere Tour mit dem Rad. Und aber für solche Drehtouren ist sowas um die 20, 30 Kilometer, damit man halt auch noch ein bisschen Spaß dabei hat, immer ganz angenehm, ganz realistisch. So, jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, habe ich schon ganz intuitiv halt einfach hier hochgeschalten, denn ich, wie gesagt, ich liebe diese Nabenmotoren. Ich mache mal auf Stufe 5, jetzt geht es hier berghoch. Und ich brauche halt wirklich nur, ne, wirklich Pseudo-Pedalieren, gar keine Kraft aufwenden. Und der beschleunigt halt durch. Ist auch wirklich nicht zu laut. Ich hoffe, ihr
Der hört ein bisschen was, ist halt dieses typische Nabenmotorgeräusch. So, da hat er jetzt abgeschaltet. Ja, man sieht auch mal schön diese Leistungsan- und Abgabe, die der Motor hier oben macht. Also absolut nicht störend oder so. Und ja, hier, ich nenne es mal Waldautobahn, auf diesem hier ganz normalen Waldweg, also lässt sich das Rad wirklich super fahren. Also ja, ich meine halt diese schmale Bereifung, 1,75, das ist halt ein bisschen sehr schmal. Da werde ich mir auf jeden Fall dickere draufpacken. Das bringt dann halt auch immer noch mal ein bisschen mehr Komfort. Aber ist okay, machen ihren Job. Also da gibt es wirklich hier bei trockenem Wetter nichts zu meckern. Letzte Woche, als ich da mit ein paar Mal auf Tour war, da war es halt noch ordentlich nass und matschig und auch mal Regen dabei. Also da habe ich schon gemerkt, durch dieses City-Profil, da ist halt wirklich, da war schon ein, zwei Stellen dabei, da bin ich halt wirklich ein bisschen gerutscht. Gut, dafür sind die Reifen halt auch nicht gemacht, aber wie gesagt, bei mir werden die Räder ja auch nicht geschont. Deswegen werde ich da nur auf jeden Fall auch andere Reifen draufpacken, weil ich mache halt eher solche Touren, als dann nur durch die Stadt zu düsen. So, jetzt gucken wir mal. Blankenheim 7,1. Und eine wunderschöne Gegend. Ich hoffe, ich kann euch das halt auch immer noch mal ein bisschen mit rüberbringen. Deswegen fahre ich bei uns auch nicht immer nur die Straße hoch und runter bei solchen Radtouren oder Radtests, sondern ja, suche mal für mich selber, soll mir ja auch Spaß machen. Halt immer so ein paar schöne Ecken raus und ja, heute hier unterwegs zwischen Nettersheim und Blankenheim. Und ja, super tolle Gegend, gibt es richtig viel zu entdecken. Nettersheim, wie gesagt, bin ich gestartet, da ist auch so ein Naturschutzzentrum mit einem tollen Spielplatz und auch so einem Lehrwanderweg. Der Löwenzahnweg, wer hier mal sonst mit Kindern auch unterwegs ist, sind so knapp 6 Kilometer mit immer so ein paar Stationen dazwischen, wo die Kinder ein bisschen was ausprobieren können, Fossilien sammeln können auf dem Fossilienacker. Ja, eine alte, ja sozusagen Grundmauer von einer Römervilla gibt es da unterwegs zu entdecken. Hier waren ja auch viel die Römer unterwegs. Also wirklich eine tolle Gegend und ja, ihr seht halt hier auf der rechten Seite auch halt mit schönen Waldstücken dazwischen. Ist nur zu empfehlen. So, deswegen, ich genieße das noch mal ein bisschen und reiße jetzt hier noch mal ein paar Kilometer ab und dann melde ich mich auch einfach noch mal wieder. So, das könnte heute jetzt schon mal Geschwindigkeitsrekord gewesen sein. Ich meine, das ist jetzt nicht überragend, 40, aber hier auf dem Waldweg. Und ja, ihr habt gesehen, hat auch nichts gewackelt oder geschüttelt oder gerüttelt, trotz der Reifen, die ich ja heute so ein bisschen für die Tourwahl ein bisschen anzweifle. Aber ihr seht, es läuft. Und das für 899 Euro, muss man halt immer wieder dazu sagen. Und deswegen bin ich halt auch echt so begeistert. Ja, ansonsten haben wir jetzt halt, wie viel Kilometer geschafft? Guck mal, 15,7 Kilometer. Und jetzt halte ich die ganze Zeit schon meine Adleraugen auf, um irgendwo einen schönen Rastplatz zu finden, um mal einen lecker Kaffee zu trinken. Aber bis jetzt war noch nichts dabei. Folge dem Weg 850 Meter. Nee, wir folgen hier nichts im Weg. Guck mal, eine Bank. Zwar ein bisschen sehr schattig, aber wenn man keine große Auswahl hat, dann ist das doch auch super. Wunderbar. Da würde ich jetzt sagen, erstmal Kaffeepause. Kaffee gleich fertig sein wird. Ne, ihr seht, Wasser kocht schon. Hier 17,8 Kilometer haben wir heute schon gemacht. Wie gesagt, mit Filmerei, allem drum und dran. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Außerdem sind wir nicht auf der Jagd. Folge dem Weg 850 Meter. Komoot. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ja, steckt sich das Rad bisher, wie gesagt, tipptopp. Und ja, auch halt der Akku, wie gesagt, hier schwer beladen. Ich meine, gut, ist natürlich für so einen riesen Akku, ja, jetzt knapp 17, 18 Kilometer gar nichts. Ne? Ihr seht jetzt, ein Balken ist weg. War natürlich, wie gesagt, schwer beladen und hier Wald- und Schotterwege. Aber ne, keine Ausfallerscheinigungen oder sonst irgendwas. Also Rad läuft. Ja, deswegen, jetzt gibt es erstmal Käffchen und dann geht's weiter. You fade away, yeah, yeah.
Wir sind jetzt auf den letzten Kilometern Richtung Nettersheim. Oh, und ihr hört ja ein bisschen Motor und ansonsten gar nichts. Ne? Ich muss es einfach auch nochmal sagen, wir haben jetzt halt gute 22 Kilometer geschafft und ja, hier auf Asphalt, ne, auch absolut nichts zu hören. Der Motor, klar, jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Der arbeitet, der schiebt aber auch ordentlich. Ne? Also ich bin wirklich, da brauche ich überhaupt nicht sozusagen zu lügen, von dem Rad echt angetan und total begeistert. Hat auch einen speziellen Grund, werde ich im Fazit gleich auch noch mal ein bisschen ausführlich erklären. Aber für mich ist das eine super Basis. Ne? Darf ja nie vergessen, ich komme ja so aus der selber Bauecke. Ich mag halt so Budget-Bikes. Für mich muss es nicht immer das 3.000-Euro-Bike sein. Ne? Ich kann mir auch hier für 899 Euro so ein Rad schnappen, raus damit ab in die Natur und einen tollen Tag haben. Ne? Also ich brauche da nicht sonst was. Und das vergessen halt manchmal viele. Ich dann manchmal auch im Internet unterwegs bin, die immer direkt dann solche Räder total schlecht machen, aber mit ihrem 5.000-Euro Rad selber nur zur Eisdiele fahren. Habe ich keinen Stress mit, sollen sie machen. Aber da sollen sie mich mit meinen Budgeträdern auch meinen Spaß haben lassen. So, jetzt genieße ich hier noch ein bisschen das schöne Wetter, die Fahrt, und dann suche ich gleich noch ein schönes Fleckchen fürs Fazit. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich sogar ein richtig schönes Fleckchen hier so 2 Kilometer von Nettersheim fürs Fazit gefunden. Allerdings hat mich da der Ton im Stich gelassen. Deswegen melde ich mich heute einen Tag später hier zu Hause aus der Garage und kann euch da aber gleich noch viel besser zeigen, was ich hier noch alles mit dem Rad vorhabe. Bevor wir dazu kommen, aber einmal das Fazit zu dem Rad und der Tour gestern. Es sind insgesamt gute 24 Kilometer geworden bei schönstem Wetter. Also ich denke, die Bilder sprechen da für sich. Und das Rad hat sich auch wirklich super geschlagen. Also da ändert sich nichts an meiner Meinung. Für 899 Euro ein super Einstiegspedelec, gerade für Leute, die vielleicht mal da reinschnuppern wollen, um damit zur Arbeit zu pendeln oder wie ich Trekkingtouren zu starten. Ein absolut tolles Angebot. Da gibt es also wirklich nichts dran zu rödeln. Wer Fragen zu dem Rad hat, bitte gerne ab in die Kommentare. Denn jetzt kommen wir zu dem nächsten Part. Denn wie gesagt, ich finde das eine super Basis. Und hätte es das vor 8 Jahren, als ich mit dem Thema Pedelec angefangen habe, so gegeben, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt an den Eigenbau aus Kostengründen gedacht hätte. Und ich sage ja immer die ganze Zeit schon eine super Basis. Denn das ist es meiner Meinung nach wirklich. Und deshalb habe ich online wieder super Schnapper gemacht, um das Rad an meine Bedürfnisse anzupassen. Ich habe ja auch schon gesagt, ne, zum Beispiel diese Bereifung, das ist halt so City-Bereifung, ist auf dem Asphalt super. Aber ich mache eher so Trekkingtouren, deswegen habe ich da jetzt zum Beispiel hier solche Maxxis MTB-Reifen, die ein bisschen mehr Volumen haben, für 4,99 online geschossen. Die kosten sonst 35 Euro. Das sind wirklich so richtige High-End-Reifen, die auch richtig leicht sind. Genau wie die Conti-Schläuche zum Beispiel. Das sind die MTB 26 Leitschläuche. Für 1,99 geschossen. Die kosten sonst halt locker so 6,99. Normalerweise wiegen nur 130 Gramm. Und jede Menge Teile mehr. Ihr seht sogar eine Luftfedergabel. Alles für einen kleinen Preis. Kleines Gewicht, gute Qualität, das muss es halt immer sein. Kleiner Preis, gute Qualität, muss irgendwo Sinn machen. Und ihr seht, ich habe hier jede Menge Teile. Die werde ich hier alle an das Rad bringen, um das halt auf meine Bedürfnisse anzupassen. Und wer das nicht verpassen möchte, halt, wie ich das Ganze umbaue, aus welchen Gründen ich welche Teile genommen habe, wo ich das Ganze wieder zu so einem super Preis her habe, der sollte auf jeden Fall die Abo-Fläche drücken, damit das Video nicht verpasst, was ungefähr so in 1-2 Wochen kommen wird. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und würde mich einfach freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut!